So, es funktioniert. Also extra mit dem Tablet gemacht, weil mit dem Tablet dann auch klar ist, dass das. Hallo zusammen. Heute installiere ich mir einen Tor-Browser. Damit kann ich nämlich Zadi World wieder online bringen und außerdem ist es auch eine Basis für eine ganze Menge andere Dinge, die dann noch kommen. Ich habe im Netz eine ganze Reihe von Guides gefunden. Muss in Summe dann aber doch eine Kombination von drei Guides zusammen verwenden, um es hinzukriegen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das reproduzieren kann. Weil das Ganze ein bisschen länglich ist, also ich werde hier hauptsächlich mit dem Putty hier drüben auf meinem Raspberry sein, möchte ich euch auch hier nicht vorenthalten. Hier unten, genau da, habe ich noch das Video reingeschnitten. Das ist der erfolglose Versuch, wie ich bei Yuko versuche, einen Account zu kriegen. Ich versuche ja auch rüber zu den chinesischen Streamern zu kommen. Bei Yuko hat es jetzt nicht geklappt. Ende vom Lied war, die haben meine europäische Handynummer nicht akzeptiert. Aber damit hier so ein bisschen auch was Buntes durchflutscht, hier unten das Video mit meinem verzweifelten Versuch. Wie gesagt, hat nicht geklappt. Da werden wir als nächstes jetzt Bilibili versuchen. Okay, aber jetzt zu dem Thema hier. Also ich habe hier mein Raspberry, ein neuestes Image, damit es funktioniert und nochmal upgedatet, wobei das Updaten war gar nicht notwendig, da war nichts mehr dabei. So, jetzt versuchen wir mal hier so uns erstmal das Paket zu holen. So, ich werde auch immer wieder zwischendrin dann rausschneiden, wenn er hier ewig irgendwas lädt oder installiert. Und das wird wahrscheinlich bei dem Tor-Paket jetzt gleich schon mal das erste sein. Tada! So, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Aber diesmal hat die Installation auch geklappt. Also die hat nämlich schon mal nicht geklappt, wo ich nicht die neueste Version von dem Betriebssystem drauf hatte. So, und jetzt müssen wir eine Datei editieren. Und zwar. Also dann Schreibrechte haben, Editor und das ist dann in etc, c, Tor, und die Tor-Konfiguration. Okay, ist auch da. So, dann schauen wir mal, das ist jetzt hier. Muss man das jetzt quasi einschalten, dass man die Tor-Services auch verwenden kann? Hier. Also wir müssen den hier frei schalten. Den hier. Und jetzt das hier irritiert mich ein bisschen. Das ist jetzt im Guide 2222 und hier ist es plus 22. Aber das merken wir uns einfach. Also neu ist 22, alt ist 222. Da müssen wir vielleicht einfach dann das berücksichtigen. Das war, als ich es in der Trockenübung gemacht hatte, noch nicht. Aber da hatte ich noch ein anderes Image. So, jetzt müssen wir den Service anhalten und nochmal starten, damit das Ganze sauber läuft. Okay. Dann neu aufsetzen. Und nochmal starten. So. So, ich habe das jetzt über die zweite Konsole nochmal direkt gekillt. Jetzt gucken wir aber mal,
nach, ob wir nicht hier die Adresse rauslesen können. Also sudo, das darf ich ja nicht lesen, var lib tor hidden, ah nee, eben other. Sudo ls var lib tor other. Aber das ist doch das other hidden services. Das verstehe ich nicht. Also ich will cut. Ne, Moment, erstmal gucken, was da drin steht. So. Other Hidden Services. So, ich habe jetzt mit der ultimativen Brechstange mir doch Zugriff zu dem Lauf, zu dem Directory verschafft, indem ich hier das Directory für alle geöffnet habe. Das muss ich mir dann im Dauerbetrieb nochmal überlegen. Aber zumindest können wir jetzt rein. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken. Und das machen, was ich vor ungefähr 2,5 Stunden machen wollte. Jetzt können wir hier uns mal angucken, wie unsere Adresse heißen würde. Hier Hostnames, und zwar okay, keine Rechte für gar nichts. So, das ist jetzt der, das wäre jetzt sozusagen die Internetadresse. Jetzt muss ich gucken, wie ich die möchte ich nicht abtippen, und ich möchte das ja nachher mit dem Onion Browser. In meinem Handy öffnen. Das bedeutet, ich muss das irgendwie rüber tricksen auf mein Handy. Dazu muss ich es jetzt erstmal hier aus dem Computer raus tricksen. Gut. So. Heieiei, was für eine schwierige Geburt. Also, jetzt haben wir es quasi geschafft. Also, jetzt läuft der Server gerade wieder nicht. Aber wir haben unsere E-Mail-Adresse, also unsere Domain. Internetadresse, sagen wir es mal so. Darknet-Internetadresse. Und jetzt können wir weitermachen. Jetzt brauchen wir also Halbzeit, Leute, Halbzeit. Jetzt kommt erstmal eine ganze Menge, was gar nicht Darknet-mäßig ist. Jetzt braucht man einen ganz anderen Server, einen ganz anderen Guide. Jetzt geht es hier mit dem weiter. Jetzt müssen wir einfach auf unserem Raspberry einen Webserver noch, also einen ganz normalen Webserver, den man genauso installieren würde, wenn man ins normale Internet gehen wollen würde, also dort was anbieten wollen würde. So, und der einzige Unterschied, oder was heißt Unterschied? Ja, doch Unterschied zu dem, wie wenn man es normalerweise machen würde. Man würde ja normalerweise, was würde man installieren? Den Apache. Und den soll man jetzt nicht installieren. Und das wird auch gar nicht, anscheinend funktioniert das gar nicht mehr so gut, deswegen installieren wir hier was anderes. So, jetzt sind wir hier in dem Guide. Ja, jetzt ist er natürlich schon wieder weg. Bin mal gespannt, ob er das Paket findet.
Ja, so, das ist jetzt einfach die Installation von dem Webserver. Jetzt gucken wir mal. Das könnte jetzt auch wieder ewig gehen. So, willkommen zurück. Die Installation hat gar nicht so lange gedauert, 3 Minuten oder so. So, jetzt brauchen wir noch eine Homepage. Da nehmen wir mal jetzt einfach, da schreiben wir einfach so eine minimalistische rein. Das hatten die auch in dem Beispiel. Sonst müsste ich jetzt wieder mein Zadi World rüber kopieren. Das mache ich dann, wenn das Zadi World wirklich online geht. So, das bedeutet, wir haben hier Hello. Aber wir machen hier mal, damit wir auch wirklich nah landig auf einem Beispiel, das jemand anderer genau basierend auf dem gleichen Guide drin hat und merkt es nicht mal. So, machen wir es ein bisschen eindeutiger. Ah, nee. Ach so. Ja. Irgendwas ist trotzdem, ist irgendwie der Wurm hier drin. Also, dann brauchen wir halt auch volle Rechte für. Für bar www. So, jetzt haben wir auch das. So, ja genau, das ist jetzt durchgelaufen. So, jetzt läuft beides. Jetzt läuft mein Server und jetzt läuft mein Onion Service. Was nicht geklappt hatte, schaut mal hier, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte ja, wo ist es? Hier. Dieses Directory geöffnet, um reinzugucken zu können, wie überhaupt mein Ding heißt, mein Passwort, meine E-Mail-Adresse, also meine Darknet-Domain. Und das hat er dann tatsächlich hier im initialen Startup-Test, meckert er das an. Also das bedeutet, man muss das wieder zurücksetzen, sonst kommt er nicht hoch. Jetzt ist er komplett hochgekommen. Ich bin vorher mit dem Browser nicht auf die HTML-Seite gekommen. Das konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum ich da nicht drauf gekommen bin, aber vielleicht geht es nur in dem Zusammenspiel, dass ich jetzt nur hier über so einen Hidden Service da drauf komme. Das bedeutet, der nächste Schritt ist jetzt der Versuch, mit dem Tor-Browser diese Seite zu erreichen. So, wir sind jetzt fast durch. Ich habe nämlich jetzt immerhin schon einmal eine Reaktion. Also wenn ich hier auf dem Tablet die Seite eingebe, dann bekomme ich sie immer noch nicht. Aber immerhin habe ich schon eine Reaktion. Und zwar, wenn ich den Server ausschalte, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass er ihn gar nicht findet. Und wenn ich den Server einschalte, bekomme ich hier diese Fehlermeldung, dass ich nur nicht die Rechte habe, dort drauf zu gehen. So, es funktioniert. Also extra mit dem Tablet gemacht, weil mit dem Tablet dann auch klar ist, dass dass sich nicht zufällig irgendwie lokal in der Gegend rumgeistert. Der geht hier wirklich raus ins Internet und holt sich draußen vom Internet dann wieder die Seite. Cool. Das bedeutet, wir haben jetzt die Kette. Ich muss kurz zeigen, was ich noch gemacht habe. Ich wollte es jetzt auf die Schnelle mal zu Ende bringen. Deswegen weiß ich nicht genau, was es von den beiden war. Guck mal, ich habe hier den Tor-Browser wieder gestartet, nachdem ich ihn, den Tor-Service, nachdem ich ihn hier erstmal beendet habe. Und was ich hier oben gemacht habe, sind zwei Dinge. Also ich habe hier für die Index-Datei wieder alle Rechte vergeben, die es so gibt. Also wie gesagt, wenn man das dann mal später produktiv, aber wenn man es dann wirklich am Netz lassen will, muss man das sowieso alles umbauen. Ich laufe inzwischen auch als Super-User, weil mir das dann auch zu nervig war mit den Rechten. Das soll man natürlich auch nicht machen. Aber immerhin haben wir jetzt eine durchgehende Kette. Ja genau, also ich habe hier für das Ding alle Rechte gegeben und dann habe ich reingeguckt und habe gesehen, huch, das Ding hat noch einen HTML-Ordner und war mir dann nicht sicher, ob es nicht vielleicht in HTML rein muss, weil vom Apache kenne ich so, dass es direkt auf der Seite drauf muss. Und den Teil habe ich mir auch von einem Guide zusammengestohlen,
der eigentlich Apache im Hintergrund hat. Und hier gibt es aber noch einen HTML-Ordner. Das bedeutet, ich habe die Index-Datei dann eben auch nochmal, auch mit allen vollen Rechten da rein kopiert. Und jetzt weiß ich nicht, was genau die Lösung gebracht hat, aber das ist ein kleines Detail, das findet ihr dann auch selber raus. Genau. So, das bedeutet, ich mache jetzt auch, vor allem, weil es auch wichtig ist für ein anderes Video, das wir demnächst brauchen, nochmal so eine One-Shot-Zusammenfassung, die ich dann jetzt hier einblende. So, nochmal in der Zusammenfassung. Wofür habe ich jetzt 5 Stunden gebraucht? Also, das Aufsetzen geht so. Erstmal das Tor installieren, hier die Zeile 1. Dann die Tor-Konfiguration ändern. Da muss man einfach diese drei Zeilen hier auskommentieren. Dann im nächsten Schritt den Tor-Service starten. Das ist wichtig, damit da die Schlüssel generiert werden und auch diese Onion-URL, damit man sich die dann angucken kann. Dann das Angucken ist das, was mich ja am meisten Zeit gekostet hat oder was, wo ich echt stecken geblieben bin. Also ich kann es mir einfach anzeigen lassen, es steht in dieser Datei Hostname. Das Problem ist nur, dass man dafür die Rechte so verbiegen muss, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Dann braucht man noch einen Webserver, den man installiert. Da muss man dann entsprechend die HTML-Seite ablegen, also die Index-Seite. Als Quick-Hack habe ich hier nochmal angegeben, wie man das machen kann, dass wenn man jetzt nicht gleich eine komplette Domain da hochladen möchte in ihrer vollen Schönheit. Und dann als letztes den Service erneut starten. Nächste Fußangel, wenn man diese Rechte so verbogen hat, wie ich das gemacht habe, muss man die Rechte dann auch wieder zurückbiegen, damit man zum einen den Server eben entsprechend, also der Service, damit er den eben startet, weil der startet nicht, wenn die Rechte für das Directory, wo auch seine Schlüssel hat und so weiter, zu offenherzig sind, was ja eigentlich auch ganz sinnvoll ist. Und was eben dann am Schluss letzter Stolperstein auch nicht funktioniert hat, ist, man muss dann noch die Rechte für die Index-Seite, also die Seite, die man wirklich dann publizieren möchte, da muss man die Rechte dann freigebiger machen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt hier auch zu freigebig gemacht, weil das ist ja einfach alles. Aber man muss sie freigebig machen, damit sie dann überhaupt zur Verfügung gestellt werden kann. So viel zum Aufsetzen von so einem Tor-Browser. Den kann man wirklich für einige tolle Sachen brauchen. Außerdem, ihr habt ja selber gesehen und ich habe es auch gesehen, wie aufwendig das überhaupt ist, mit so einem normalen Browser dann da drauf zu kommen. Da braucht ihr also auch keine Sorgen haben, dass euch da irgendwie ein Abmahnanwalt oder so hinterher rennt. Sadiworld selber, keine Ahnung, was damit passiert. Wenn damit aber irgendwie was passiert, dann wird es auf jeden Fall auch nicht jetzt unter dieser URL sein. Das ist jetzt ja nur so eine Demo gewesen. Und es würde dann übrigens auch announced von Choki. Wer Choki nicht kennt, das ist hier der Stoffhund von meiner Frau und ein Rapper. Der würde das dann irgendwann announcen. Das ist das mal dann auch schon gleich bei dem Thema, wie machen wir denn gerade solche total abgeschlossenen Netze, wie machen wir denn die dann für uns in der Community sozusagen, wie verbreiten wir das? Gut, so viel dazu. War eine schwere Geburt. Insgesamt, ich bin jetzt seit insgesamt 5,5 Stunden, aber es läuft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.